Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei Armored Warfare dabei seid. Und hier haben wir die Karte Hafensturm. Wir spielen die Palmaria Arti. Und das ist auch der Grund, warum ich euch hier im Spiel begrüße. Ihr kennt es ja eigentlich. Normalerweise begrüße ich euch immer außerhalb in der Garage und zeige kurz den Panzer. Aber die Arti haben wir schon ein paar Mal gesehen. Dementsprechend ist es jetzt nicht mehr notwendig, die nochmal separat vorzustellen. Ja, Karte Hafensturm ist hier schön, weil man hat hier so ein bisschen einen Arti Cover. Das schätze ich sehr. Jetzt werde ich mich aber nur noch umorientieren Richtung mehr Richtung Norden, weil da kann ich besser auf die Karte wirken. Ich hoffe mal, dass es diesmal klappt. Das ist jetzt der vierte Versuch mit der Aufnahme und langsam kommt so die Frustration auch auf. Mit dem einfachen Hintergrund, dass das Matchmaking einfach immer wirklich kurios ist. Also es gibt keine Runde, wo ich jetzt nicht 0 zu 8 oder höher verloren habe. Und ich kann euch sagen, eigentlich waren da gar keine so schlechten Runden dabei. Aber wenn es nicht sein soll, soll es halt ab und an nicht sein. Und jetzt hoffen wir mal, dass es sich hier ein bisschen anders verhält. So, einfach mal die Arti ein bisschen beschossen, dass sie weiß, okay, der andere, der guckt auf mich. Der soll das ruhig wissen. Und auf den Leo. Ja, das habe ich jetzt erwartet. Wenn ich die Counter, Counter zieht zurück. Aber jetzt weiß ich wieder, wo sie steht. Dementsprechend alles nicht mehr so schlimm. Wo ist sie denn? Na, so viel dazu. Ich weiß, wo sie steht. So, auch da haben wir jetzt ein bisschen getroffen. Ja, die ist jetzt natürlich auch im Modus, dass der da jetzt immer auf Nummer sicher geht. Aber jetzt haben wir hier mit dem Leo ein schönes Ziel. So, mal ein bisschen schauen, was die hier so macht. Aber die ist jetzt auch sehr, sehr safe in der Spielweise. Komm schon. Auf dich würde ich ja liebend gern schießen. Also ich brauche mich fast nicht mehr auf die Arti zu konzentrieren, weil ihr seht, die spielt auch das sehr Arti safe. Na, komm. Nochmal ein Hit. So, jetzt hat er hier die Beleuchtung an.
bringt dir aber nicht viel, weil wie gesagt, so in dem Winkel kann er mich eh nicht beschießen. Wir passen nur auf, weil wenn er hier schon so sich so fokussiert auf uns, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass er auch nochmal rüberschießen will. Und endlich habe ich eine Runde, die ich euch zeigen kann. Hat jetzt aber wieder lang gedauert, du. So, jetzt haben wir ihn nochmal getroffen. Nochmal. Ja, du mich auch. Das wird so nix, mein Freund. Leider keinen Kill gemacht, die Runde, aber ich glaube, unterm Strich für jeden was dabei gewesen. Und da wurde die Runde beendet vom Centauro. Und schauen wir mal, wie viel Damage wir unterm Strich machen konnten. So, was sagt das Endtableau? Konnte ich dem Team gut helfen oder war es gefühlt nur eine für mich aufreibende Runde? 1668 Schaden. Das ist doch ganz okay. Mit dem Leopard gut gedrückt. Dementsprechend ins Mittelfeld, aber damit kann ich wirklich leben. 63.000 gab es raus. Also alles in allem eine Art die Runde, mit der ich zufrieden bin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.